In diesem Video erklären wir den Ablauf zum Anlegen, Editieren und Löschen einer Kamera über das LiveSpot.com Control Center. Unsere Weboberflächen sind in ständiger Entwicklung. Falls die Benutzeroberfläche sich bei Ihnen geändert haben sollte, ist das kein Problem. Der grundsätzliche Ablauf hat sich nicht geändert. In der Videobeschreibung und den Untertiteln finden Sie den Ablauf noch einmal im Detail erklärt. Schritt 1: Kamera anlegen. Nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im Control Center angemeldet haben, wechseln Sie über die Hauptnavigation in den Bereich Kamera. Mit einem Klick auf das Pluszeichen erzeugen Sie eine neue Kamerainstanz. Schritt 2: Kamera konfigurieren. Nun editieren Sie die Einstellungen Ihrer erzeugten Kamerainstanz auf dem Reiter Beschreibung. Vergeben Sie einen Namen für die Kamera. Im Feld Beschreibungstext werden die Informationen für die LiveSpot.com Webseite und das Content Hub Partnernetzwerk hinterlegt. Wählen Sie die passende Kategorie für Ihren Livestream, geben die Adressdaten des Kamerastandortes sowie die Geokoordinaten über den Längen- und Breitengrad ein. Wenn Sie die Geokoordinaten nicht kennen, können diese mit wenigen Klicks in Google Maps herausgefunden werden. Wechseln Sie nun auf den Reiter Zugriff, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Schritt 3: Kamerazugriff konfigurieren. Im Reiter Zugriff werden die Daten für das Livestreaming Ihrer Webcam hinterlegt. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Videokanäle anzulegen. Wählen Sie das Protokoll, die IP-Adresse oder Domain mit dem Port aus. Bei öffentlichen Kameras erhöhen Sie die Sicherheit, indem Sie die Ports mappen. Im Anschluss wählen Sie das Videoprofil aus. Sollte Ihre Kamera mehrere Videoprofile unterstützen, empfehlen wir ein hohes und ein niedriges Profil für das Livestreaming mit adaptiver Bitrate. Als letztes geben Sie die Benutzerdaten für das Livestreaming-Profil ein. Um Ihren Livestream gegen unerwünschte Nutzung abzusichern, verwenden Sie immer einen Passwortschutz für den RTSP-Zugang. Anschließend auf Speichern klicken, um die Einstellung zu sichern. Danach ist die Kamera im System verfügbar. Systembedingt kann es zu kurzen Wartezeiten kommen. Schritt 4: Kamera stoppen, editieren, löschen. Wenn Sie den Livestream der Kamera stoppen müssen, wechseln Sie in der Hauptnavigation auf den Menüpunkt Kameras und nutzen den Stopp-Button. Achtung! Alle Livestreams der Webcam werden sofort unterbrochen. Mit dem Play-Button kann der Livestream wieder gestartet werden. Die Parameter der Kamera lassen sich nachträglich anpassen. Über das Zahnrad gelangen Sie in die Kameradetails und Einstellungen, um die Beschreibung oder den Zugriff zu editieren. Der Klick auf den Reiter Löschen entfernt die Kamera vollständig aus dem System. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns über unser Helpdesk, support@livespot.com oder in den Videokommentaren. Wir bieten kostenlose Einführungen an, damit Ihre Mitarbeiter sich zurechtfinden. Wenn dieses Video eine Hilfe war, hinterlassen Sie uns einen Daumen nach oben oder ein Abo, dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal.